Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 156. Folge des Gothic Trial Displays, wo wir gerade bei Myxmir angekommen waren und er uns erzählt hatte, wo denn das fünfte Artefakt ist, was wir suchen, dass das oben hier im Kloster ist und wir damit erfahren haben, dass wir auch noch das letzte Gebiet vollständig abfahren müssen, um wahrscheinlich an das Artefakt zu kommen, da wir ja nicht wissen, wo es ist. Mann. Ah, siehst du, da nies ich sogar ingame. Wir aber jetzt erstmal hier damit beschäftigt sind, weiter diese Region hier zu clearen. Und dazu wollen wir ja in diesen Tempel rein dort. In den dort. Und soweit ich das noch weiß, fehlt uns noch ein Schlüssel. Lasst uns kurz schauen, ob diese Aussage stimmt. 1, 2, 3, 4. Und das ist ein falscher, genau. Theoretisch fehlt uns noch ein Schlüssel und da wollte ich noch hier das letzte Stückchen von dieser Wüste hier ab suchen. Und da haben wir, wie gesagt, Myxmir gefunden. Der hat aber schon alles mir jetzt erzählt gehabt, letzte Folge. Von daher gehen wir diese Folge weiter und checken mal ab, was hier noch so ist. Da drüben waren wir, meines Wissens nach. Oder auch nicht, Steintafel der Priester. Ich glaube, hier war ich noch nicht vollständig, oder? Doch, hier war ich. Die Steintafel hatte ich nur übersehen. Gut, gut. Hier hatte ich auch schon gesehen gehabt, aber noch nicht angesprochen. Nomade. Und da oben welche? Muss ich mal gucken, ob ich die Steintafel lesen kann. Die Steintafeln wollte ich noch zurückbringen zu diesen einen Typi. Ihr wisst wen. Lester, glaube ich. Steintafeln, sind die lesbar? Da waren sie. Sind nicht lesbar. Gut, gut. So, hier unten habe ich schon gesehen, hier sind auch noch Nomaden. Wo die Frage ist, die haben hier sogar ein Camp und da sehe ich Usaturas. Hier steht nichts Neues. Wenn ich das richtig sehe. Interessant. Die Orks wühlen in den Geheimnissen des alten Innosvolkes. Was auch immer sie finden werden, es wird Tod bringen. Was hast du vor? Saturas sagte, dass du kommst. Er sagte, wir sollen dich unterstützen. Das habe ich vor. Ich unterstütze dich mit allem, was ich weiß. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Ja, klar. Sage aber nichts, was mich aktuell interessiert, ne? Ist das richtig? Ja. Wir wollten ja noch weiter in Lebensenergie pushen. Wir müssen die Orks aufhalten. Gut, ich habe ein paar Männer hinter dem Lager der Orks in Stellung gebracht. Finde sie und sage ihnen, was wir vorhaben. Ich selbst werde mit meinen Männern von hier losschlagen. Aber du musst uns ein Zeichen geben. Ein Zeichen? Was für ein Zeichen? Am besten, du greifst den Obersten der Orks an. Wenn sie abgelenkt sind, schlagen wir zu. Ja, das Problem ist, dass sie schon besiegt sind, soweit ich weiß. Nomade. Hier ist einfach nur Feuer. Ja. Okay, dann gehen wir mal zu Saturas. Ich bin die ganze Zeit überlegen, Saturas war irgendjemand bei den Magiern. Ich weiß aber nicht mehr ganz in Gothic 1, wer genau er war. Du hast dir viel Zeit gelassen. Warum kommst du erst jetzt? Ich. Keine Ausflüchte. Wir haben Großes vor und keine Zeit, um sie mit Rechtfertigungen zu verschwenden. Ich werde dich in alles einweihen, so gut ich kann. Wie seid ihr von der Insel weggekommen? Die Fokussteine haben uns einen letzten Dienst erwiesen. Wir benutzten sie für ein Teleportationsritual. Leider mussten wir sie dafür zurücklassen. Wir haben die Steine nicht mehr. Aber unsere mächtigste Waffe ist unser Wissen. Und das ist nicht verloren. Ah ja, ja, es sind hier viele Dialoge auf einmal aufgegangen. Lebenskraft, gewähren wir Lebenskraft. Gewähre mir Lebenskraft. Nur weiter so. Genau, 27. Nur wir gehen so runter auf gut so. 12 Lernpunkte. Weiter so. So, 698 Leben, das klingt gut. So, was muss ich wissen? Wir sind hier in Al-Shedim, einer Tempelstadt des alten Volkes. Den Inschriften zufolge wurde hier der Schutz des Körpers aufbewahrt. Klingt wie eine Rüstung. Eine Rüstung, eine Robe, ein Gewand. Irgendetwas dieser Art wird es sein. Eins ist sicher. Es ist eines der fünf Artefakte, die notwendig sind, um... Um was? Wir sprechen später davon. Erst findest du diese Rüstung. Wunderschön.
Wo ist das Artefakt? Im Tempel? Natürlich. Und habt ihr den Tempel schon geöffnet? Wir haben herausgefunden, dass du 5 Schlüssel brauchst, um den Tempel zu öffnen? Richtig. Einen der Schlüssel habe ich bereits besorgt. Und die anderen? Die haben hoffentlich das letzte Jahrtausend unbeschadet überstanden. Dann werde ich sie mal suchen. Irgendwelche Hinweise? Ich habe auf dieser Karte einige Stellen markiert. Es sind Berechnungen anhand des Fundorts des ersten Schlüssels. In 1000 Jahren kann viel passieren. Also erwarte nicht zu viel davon. Ja, ich habe die Schlüssel aber bereits. Sind hier die 5 Schlüssel? Ich will mir die Karte einmal kurz anschauen. Ja. Ja, ja, perfekt. Also wir haben eigentlich alle. Gut. Wo hast du den Schlüssel gefunden? Ganz in der Nähe. In einer steinernen Truhe. Wir befinden uns hier im Viertel der Priester. Wie unschwer an der Architektur zu erkennen ist. Die Inschriften und Artefakte, die wir fanden, deuten darauf. Was passiert, wenn ich den Tempel öffne? Als vor 1000 Jahren die große Flut über das Land hereinbrach, versteckten sich viele im Tempel. Der Tempel überdauerte, eingeschlossen vom Wasser. Da kam niemand mehr raus. Ich vermute, dass durch die starke Magie die Skelette erweckt werden. Also nimm dir besser eine dicke Axt mit. Oder frag mal Myxia nach dem Artefakt der Totenwächter. Er hat da was erzählt. Vielleicht kann er dir helfen. Gibst du mir den Schlüssel? Besser, ich behalte ihn, bis du die anderen gefunden hast. Ich habe die 4 anderen Schlüssel. Was jetzt? Wir werden hier draußen die Stellung halten, während du den Tempel öffnest. Und zieh nicht mehr Aufmerksamkeit auf dich als notwendig. Geh rein, hole das Artefakt und sieh zu, dass du wieder rauskommst. In einem Stück. Ja, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Perfekt, das ist auch okay. Gut. Mehr will ich von ihm tatsächlich auch gar nicht. Er hat mir den letzten Schlüssel gegeben. Ich hätte jetzt gedacht, dass es etwas komplizierter wird. Wir sollen noch mit Myxmir reden. Machen wir ganz kurz, bevor wir hier die restlichen Dingens hier weiter erkunden. Und wir wird dann auch sagen, wir machen uns direkt auf den Weg in den Tempel. Oh, die habe ich auch übersehen, die Heilwurzel. Bist du noch da? Ja, ist perfekt. Was ist mit dem Artefakt der Totenwächter? Totenwächter. Er müsste unter AV37 liegen. Ach, hier. Ich zitiere. Und Jarogol, der Wächter, stieg hinab in die Gruft. Komm zur Sache. Hier ist es. Trug er sein Artefakt, gesegnet mit der Kraft des Lichtes und des Lebens, und gab denen Ruhe, die keine Ruhe fanden. Und was soll das jetzt heißen? Ich schätze, es wird sich um etwas handeln, das dir bestimmt nützlich sein wird. Schön, danke für nichts. Eieiei. Na gut. Hier hinten noch lang. Wie gesagt, noch kurz, ganz kurz hier alles erkunden, ob ich irgendwas noch sehe, was vielleicht interessant ist. Das kann ja auch nur eine Steintafel sein, wo ich noch 5 altes Wissen kriege. Das wäre auch ein halbes Level. Irgendwas, ne? Von daher gucken wir hier noch fix durch. Muss man noch die Nase putzen. Okay, ganz kurz. Ich schnief euch sonst die ganze Zeit eins vor und das muss auch nicht sein. Ja, da sehe ich wieder die nächsten. Die werden wir auch easygoing hinkriegen. Ich bin ja gespannt, ob wir in den Tempel jetzt mal Probleme bekommen werden. Aber ich werde nicht sofort reingehen. Wie gesagt, ich will ganz kurz die Steintafeln bei Lester abgeben. Und ich weiß noch nicht, ob ich mich auf die Seite der Nomaden schlagen möchte. Hier, das ist für mich auch noch so. Mal schauen. Alles noch nicht ganz so ins Stein gemeißelt, wie ich mich verhalten möchte. Das Ding kann ich nicht looten, gut. Aufgrund der Tatsache, dass ich ja eigentlich nicht auf Seiten der Nomaden spiele. Und es jetzt halt komisch ist, dass ich hier Nomaden habe, die mir helfen wollen. Ach ja.
Aber hier hinten die eigentlich gelootet? Habe ich. Ich habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe komplett vergessen, dass ich die gelootet habe. Da oben ist noch was zum Looten. Auch jetzt im ersten Moment nichts Besonderes. Ich habe noch nie, also es war jetzt Vergiftung heilen. Ich habe noch nie das Problem gehabt, dass ich in dieser Richtung irgendwas gebraucht habe. Vielleicht irgendwann mal, aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt war das jetzt für mich so, ja okay, nimmst du einfach nur mit. Gut, auf zu Lester, wenn es Lester ist. Gucken, ob er was mit den Steintafeln anfangen möchte. Und die Orks angreifen, wie gesagt, das können wir uns sparen, weil die sind schon weg. Und danach geht's auf in den Tempel. Das sollten wir diese Folge auch noch... Ja, mal gucken, wie viel Lester, aber ich denke, das wird... Wenn wir diese Folge noch hinkriegen, dass wir zumindest in den Tempel hineingehen. Uns fehlt tatsächlich eigentlich von der reinen Logik her dieses Artefakt, ne? Das ist das größte Problem momentan. Wir sind... Eigentlich ist das hier das dritte Artefakt, was ich jetzt finden wollte. Ich bin aber erst dabei, das zweite zu finden. Was halt immer noch so... Ja, jetzt kein ernsthaftes Problem ist, aber halt schade, weil ich hätte halt schon gerne gewusst, wo ich das zweite Artefakt finde. Ich halt die Befürchtung habe, dass ich diese Information so schnell nicht kriegen werde. So, ich laufe absichtlich auf der Seite des Tempels lang. Hier kommen wir immer in Fight, weil unter uns Mobs sind. Das wissen wir ja mittlerweile auch schon. Auf der Seite des Tempels war ich auch schon. Perfekt. So. Lester, mein Freund. Wenn du Lester bist, bist du noch hier. Ist er es? Tatsache. Das hier. Okay, es hat nur so geleuchtet. Komm mit. Okay, ihn interessieren die Steintafeln nicht. Und so schnell haben wir das Problem gelöst. Da ist noch was zum Looten. Ich hatte damit schon gerechnet, dass er wahrscheinlich nicht viel zu mir sagen wird. So, das hier ist der Tempeleingang, dachte ich. Tempeltür, ja, ist er. Nein. Nicht während des Kampfes. Wollt ihr mich verarschen? Wie soll ich denn den Tempel öffnen? Außerhalb des Kampfes, wenn ich nach da unten gehe und sofort in Fight komme. Also nochmal. So nicht. So nicht. Ja. Nein. Gut. Also ich würde den Tempel gerne öffnen. Aber ich darf dazu nicht in Fight sein. Das bringt nichts. Ja. Wie machen wir denn das jetzt am besten mal? Ich speichere einmal richtig. Ich muss jetzt... Ich habe mit einem solchen Bug nicht gerechnet. Ha, ich habe eine Idee. Schleichen uns heran, um die Tempeltür zu öffnen. Eise und Fuß. Ha, hat geklappt. Tür untersuchen. Sieht aus, als wenn ich 5 verschiedene Schlüssel brauche, um die Tür zu öffnen. Na, siehst du, geht doch. So, und jetzt haben wir hier Party. Glaube ich. Hier, es hält sich sogar in Grenzen. Wir müssen uns um die Bogenschützen da hinten kümmern. Oder zumindest
uns so hinstellen, dass sie nicht mehr schießen können. Okay, wir gehen dahin. Jetzt alles nix. Einmal ihr zwei. Sehr gut. Und der da auch. Perfekt. Alle Bogenschützen haben Nahkampf gezogen. So. Und jetzt hier, mach mal go. Wäre nichts sagen, aber... Es stellt sich härter an, als ich erhofft hatte. Jetzt passt es, jetzt haben wir es. Und hier haben definitiv auch wieder unsere HP geregelt. So. Weil, selbst wenn ich jetzt mal gucke, wie viel HP haben wir verloren? 200. Ja gut, das hätte man sogar ohne geschafft. Ach, egal. Wir drücken das da. Speichern und dann fangen wir mal an zu looten. Logischerweise können wir hier die Bogenschützen schnell mit Rechtsklick looten. Ja, und hier drinnen müsste jetzt das Artefakt sein, laut dem Questnamen ist es eine Robe. Ich kann leider nichts dafür, dass der Questname angezeigt worden ist mit Robe der irgendwas. Ich gehe stark davon aus, dass wir also hier ein Artefakt finden werden, welches ich jetzt nicht anziehen werde. Also den Ring hatte ich ja angezogen, den ersten. Aber hier bei dem anderen, wenn es jetzt wirklich eine Robe ist, ich habe für eine Robe keine Verwendung, ne? Gehen wir erstmal oben kurz lang, ja. Überhaupt nicht viel zu looten gehabt hier. Mann, Mann, Mann. So. Ich glaube nicht, dass hier oben viel zum Looten ist. Um genau zu sein, ist hier gar nichts. So, und jetzt achten wir mal darauf, wer das Artefakt hier droppt. Gleich kriege ich raus, wenn ich weiß, wer hier das Artefakt getroppt hat, wo denn das Artefakt im anderen Tempel war. Ob ich es vielleicht durch Zufall schon habe und es gar nicht als Artefakt wahrgenommen habe. Oder. So. Jetzt stopp, da ist noch einer. Alles easy going bis jetzt. Immer noch Infight, so wie sich das anhört. Ja. Ich gehe stark davon aus, ich werde so schnell hier Infight-Modus nicht verlassen können. Wunderschön. So. Ah, untoter Hohepriester. Ah! Bei denen hatte ich ja im ersten Tempel gedacht, im zweiten Tempel, whatever, untot. Gedacht, dass er es vielleicht droppen könnte. Echt, das wird mir richtig viel Zeit gegeben. Er hat sich hochgeheilt, ich glaub's nicht. Hörst du auf damit? So. Den Fight haben wir verlassen. Er hat nichts getroppt. Okay. Einmal speichern, einmal hochheilen. So, jetzt haben wir's. Will er gerade niesen oder warum hebt er die Hände? Ich habe keine Ahnung. So, hier war noch eine Kiste, die ich looten wollte. Da ist noch ein Pfeil, der ist uninteressant. Der Kiste wird es nicht drin sein, das glaube ich nicht. Ja, es ist nicht, das ist irgendein Bogen, aber der ist zumindest nicht das Artefakt. Glaube ich zumindest, hoffe ich.
Ja, und die 20 Minuten sind rum. Das heißt, was uns hier weiter hinten im Tempel erwartet und ob wir das Artefakt finden oder nicht, das erfahrt ihr alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich jetzt erstmal soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben, abonniert mich, schreibt mir Feedback. Ich freue mich für jeden Scheiß und sag mir mal zum Schluss. Tschüss.